One Piece World Seeker wird das allererste One Piece-Spiel, in dem wir mit Hauptcharakter Ruffy durch eine Open World reisen können. Wir haben bei einem Anspieltermin Story-Missionen, Nebenaufgaben und Free-Roaming ausprobiert und zeigen euch, was euch auf Prison Island erwartet. Zuallererst einmal, es gibt ein Schiff. Aber bis jetzt sind wir nicht wirklich damit gefahren. Das liegt daran, dass die Thousand Sunny zu Beginn des Spiels nicht fahrtüchtig ist. Ruffy und seine Strohbande sind nämlich einer List der Marine auf den Leim gegangen, die Gerüchte zufolge einen riesigen Schatz auf Prison Island versteckt haben sollte. Den gibt es aber gar nicht. Stattdessen trifft die Crew auf Soldaten, die mit Seesteinpatronen schießen, dem Material, das Teufelskräfte negiert. Offensichtlich hat man die Strohhutbande also erwartet. Auf der Flucht vor der Marine treffen sie auf Jeanne, die Anführerin des Widerstands gegen die Marine. Die Soldaten schützen die Insel nämlich vor Piraten, nehmen aber auch den Bewohnern Lebensraum weg. Das hat die Bevölkerung gespalten, in die, die die Marine unterstützen und die, die sich ihr widersetzen. Mitten in dieses politische Minenfeld stürzt also Ruffy mit seiner gewohnt liebenswürdig chaotischen Art. Der kann Jeans Not natürlich nicht ignorieren und hilft, wo er kann. Und damit sind wir schon mittendrin in den Aktivitäten der Open World. Prison Island besteht aus vielen kleinen, miteinander verbundenen Inseln, die nach und nach entdeckt werden. Wir sind unterwegs auf keine Grenzen gestoßen und konnten nach Herzenslust erkunden. Dabei wechseln sich ländliche, bäuerliche Dörfer mit halbbestellten Feldern, mit Wolkenkratzern und Neonreklamen ab. Die technisch hochentwickelten Gefängnisse stehen ihrerseits im starken Kontrast zu den Minen. In denen wird nämlich noch mit Spitzhacke und Meißel nach Edelsteinen gegraben. Keine Sorge übrigens, bereits entdeckte Orte können mit der Schnellreisefunktion immer wieder angesteuert werden. Gott sei Dank, denn Ruffys Flipflops sehen nicht danach aus, als könnte man gut in ihnen wandern. Überall verteilt finden sich sowohl Story-Missionen als auch Nebenaufgaben, die wir ganz nach Belieben beginnen können. Bei den Missionen spielt das Karma-System eine wichtige Rolle, mit dem wir in der Gunst derer aufsteigen, denen wir helfen. Ganz vorneweg natürlich Jeanne und den Bewohnern von Prison Island, die Piraten bisher nur als Verbrecher kennen. Aber auch unsere Crew freut sich natürlich über Zuwendung. Und sogar Feinde können ihre Meinung über uns ändern. Wenigstens ein bisschen. Ein Beispiel? Vizeadmiral Smoker, der uns zwar nie mögen wird, aber zumindest beim nächsten Mal nicht mehr verhaftet, wenn er uns sieht. Ein besseres Karma schaltet weitere Missionen und neue Cutscenes frei. Ist ja logisch, schließlich vertraut man Leuten, die man mag, auch mehr an. Aber was macht man denn jetzt genau in diesen Missionen? Schließlich riecht so ein Karma-System ja förmlich nach Hunderten von Sammelaufgaben. Wir können allerdings Entwarnung geben. Wir haben ein paar Aufgaben abgearbeitet und währenddessen natürlich die ein oder andere Fetch-Quest bekommen. Sanji wird beispielsweise sein Essen von Piraten gestohlen und wir müssen sie zurückholen. Allerdings wechseln sich die Nebenaufgaben durchaus ab. So helfen wir zum Beispiel auch Jeanne dabei, die zerstrittenen Bewohner zu einen, finden dabei verloren gegangene Kinder und geraten mit Robotern aneinander, die immer wieder auf der Insel auftauchen. Und das alles in einer Quest. Bei einer Mission waren wir sogar mehr Edward Kenway aus Assassin's Creed Black Flag als Monkey D. Ruffy. Da geht es nämlich darum, Piraten auf einem Dock ausfindig zu machen, ohne dabei erwischt zu werden. Das Karma-System passt unserer Meinung nach sehr gut zur Story. Schließlich würde man ja nicht jedem dahergelaufenen Kriminellen seine tiefsten Geheimnisse anvertrauen, geschweige denn ihm im Kampf gegen den mächtigsten Mann der Insel helfen. Ruffy muss sich das Vertrauen eben erst erarbeiten. Für erfolgreich absolvierte Missionen werden wir übrigens neben Karma auch mit Fertigkeitenpunkten, Gold und Materialien belohnt. Letztere können wir wiederum auf unserem Schiff unserer Crew übergeben. Sanji zaubert aus Lebensmitteln schmackhafte Lunchpakete, die wir unseren Freunden mitgeben, damit sie uns bessere Items von ihren Streifzügen mitbringen. Lysop und Franky basteln aus Metallen und Edelsteinen Rüstungen und Waffen, Chopper kümmert sich um medizinische Kleinigkeiten, jeder hat auf der Thousand Sunny seine Aufgabe. Die Story-Missionen sind erwartungsgemäß länger als die Nebenquests und drehen sich um Ruffy, die Crew oder das Schicksal der Insel. In der Mission, die wir gespielt haben, mussten wir Franky aus einem Gefängnis befreien. Dafür mussten wir nicht nur massenhaft Marinesoldaten bekämpfen, sondern auch ein Schalterrätsel lösen. Wahrscheinlich hätten wir das auch heimlicher und mit weniger Kampf regeln können. Dieses Mal haben wir uns jedoch für die volle Breitseite entschieden. Abgesehen von den Zwischenbosskämpfen haben wir nämlich immer die Wahl zwischen hart und heimlich. Deswegen ist Ruffy auch mit zwei Kampfmodi, Haki genannt, ausgestattet, für die wir neue Fähigkeiten freischalten und zwischen denen wir jederzeit wechseln können. Das Beobachter-Haki ist auf heimliches Ausschalten und Ausweichen, das Panzer-Haki auf Nahkampf ausgerichtet. Wir können mit vollem Tempo mitten in die Feindmenge rennen. Das Panzer-Haki erhöht dann unseren Angriff und senkt unseren erlittenen Nahkampfschaden.
Oder wir schleichen uns außerhalb des Sichtfelds der Gegner an und erledigen sie lautlos aus dem Hinterhalt. So können wir auch ein ganzes Camp auslöschen, ohne dass der Chef der Truppe es bemerkt. Dazu empfiehlt sich auch immer, die Umgebung zu nutzen. Beispielsweise können wir uns in Fässern verstecken, um an den Wachen vorbeizuschleichen. Wenn wir es geschickt anstellen. Welches der beiden Haki wir nutzen, liegt ganz an uns. Und an unserem Gegner. Wer sich wie Smaug ständig in Rauch hüllt, kann beispielsweise aus der Ferne nur schwer getroffen werden. Wir sollten also genau überlegen, für welche Fähigkeiten wir unsere hart verdienten Erfahrungspunkte einsetzen und wie das im Kampf realisiert wird. Unser Ausflug nach Prison Island war größtenteils erfolgreich. Allerdings ist uns eine Sache beim Herumspazieren aufgefallen. Abseits der Story und Ressourcensammelei leidet die Welt an Detailarmut. Wilde Tiere oder kuriose Kleinigkeiten sucht ihr hier vergebens. Ähnlich wie viele reine JRPGs setzt One Piece eher auf detailreich designte Figuren als eine besonders belebte Umgebung. Ausgestorben ist die Welt aber trotzdem nicht. Schließlich finden sich hinter jeder Ecke Verbündete zum Reden oder Feinde, denen das Fell über die Ohren gezogen werden muss. Trotzdem, andere Open Worlds sind definitiv lebendiger. Langweilig wird ein Besuch auf Prison Island aber auf gar keinen Fall. Und gerade Fans der Reihe kommen vor allem in den Storysträngen voll auf ihre Kosten. Abenteuer mit Chopper, Zorro oder Brook zu bestreiten, macht auf der Insel wirklich viel Spaß. Und kleine Details wie die Schneckentelefone lassen das Fanherz höher schlagen.